Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial und eingeladen haben wir heute den Fraktionschef der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Pasterski. Herzlich willkommen. Guten Tag. Wenn wir über AfD reden, dann reden die meisten Leute oder eine Mehrheit darüber, über einen Herrn, der in Brandenburg in der Fraktion sitzt, aber eigentlich der Partei nicht mehr angehört, Andreas Kalbitz. Gehört dem ganz rechten Flügel an. Können Sie mal erklären, was da los ist? Warum werden Sie den nicht los und warum wollen einige ihn nicht loswerden? Und warum ist er anders als der Rest der Partei? Zunächst einmal sind natürlich viele Dinge noch bekannt geworden in der letzten Zeit. Wir wussten zwar, dass Andreas Kalbitz durchaus sehr konservativ ist, aber durch... Sehr unschwer zu überhören. Ja, durch den Verfassungsschutz sind jetzt neue Erkenntnisse bekannt geworden, dass er beispielsweise angeblich Mitglied bei der Heimattreuen Deutschen Jugend gewesen sein soll. Er war Mitglied der Republikaner. Und jetzt hat man festgestellt, dass er eben diese Angaben nicht in seinem Mitgliedsantrag, den er 2013 gestellt hat, gemacht hat. Damit hat er wichtige Angaben, die damals auch schon erforderlich waren, hat er nicht gemacht. Und das bedeutet, im Prinzip ist seine Mitgliedschaft nichtig gewesen. Und das hat der Bundesvorstand jetzt entschieden, beziehungsweise sich da entsprechend schlau gemacht, das Ganze geprüft und festgestellt, Herr Kalbitz war im Prinzip niemals Mitglied dieser Partei. Es gab da durchaus, ich sag mal, unterschiedliche Auffassungen. Ein Teil des Bundesvorstandes hat gesagt, wir müssen das genauer prüfen. Ich weiß aber von denjenigen, die das geprüft haben, bei denen die entschieden haben, dass die sehr tief reingegangen sind. Immerhin sind da 3 Volljuristen dabei, ein Rechtspfleger. Und ich habe da Vertrauen, dass die das seriös gemacht haben und richtig gemacht haben. Was ich nicht verstehe und der normale Mensch wahrscheinlich auch nicht, ist, da tritt jemand ein in ihre Partei, hat eine große Außenwirkung, fällt durch seine rechten oder rechtsradikalen Reden auf und niemand fragt sich, wo war der eigentlich vorher? Weil sie sagen, er hat es nicht angegeben. Und keiner stellt die Frage, sag mal, den kenne ich doch irgendwoher, der war doch mal da und da. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Nach menschlichen, normalen Empfinden müsste doch irgendjemand angerufen haben und sagen, wisst ihr eigentlich das? Ja, müsste eigentlich, aber ich muss dazu auch sagen, 2013 war die AfD ein Startup. Wir haben im Prinzip aus dem Nichts angefangen. Es wurden die Mitgliedsanträge online gestellt und man hat das, was auf den Mitgliedsanträgen steht, weil ja da ich versichere, dass die Angaben richtig sind, nach bestem Gewissen gemacht sind und so weiter und so fort, ist man davon ausgegangen, dass die Angaben richtig waren. Im Nachhinein sind dann Dinge bekannt geworden, die nicht angegeben worden sind, die eben nicht richtig waren und deshalb musste man jetzt die Maßnahmen ergreifen. Ich gebe durchaus zu, man hätte vielleicht früher drauf kommen können. Insbesondere hätte man in Brandenburg, nachdem Herr Kalbitz ja Landesvorsitzender geworden ist, nachdem er Fraktionsvorsitzender geworden ist, hätte man vielleicht tiefer reinschauen müssen. Man hat es nicht getan. Erkenntnisse sind jetzt aufgekommen, auch natürlich durch den Verfassungsschutz. Es ist eben so, der Bundesvorstand musste handeln. Er musste etwas tun. Und ich denke, er hat auch da richtig gehandelt und konnte gar nicht anders handeln. Ich gehe mal davon aus, so wie ich Sie jetzt höre und verstehe und Sie auch kenne, Sie gehören nicht diesem rechten Flügel an. Nein, das tue ich nicht. Aber es gibt noch genügend andere, die dem angehören. Da gibt es noch Thüringen. Was ist denn los in Ihrer Partei? Welcher Flügel hat denn jetzt bundespolitisch gesehen die Mehrheit? Man kann doch nicht sagen, ja, nur in Thüringen sind die Rechtsradikalen. Oder Herr Kalbitz ist der Einzige in Brandenburg. Und in Berlin sind wir sowieso ganz anders. Ja, nun, ich weiß nicht, ob die Thüringer rechtsradikal sind. Ich glaube das nicht. Ich denke, dass gerade bestimmte Personen durchaus, ich sag mal, sich in einer Grauzone bewegen, wo man durchaus sagen kann, das gehört nicht zur Partei. Und es gibt natürlich auch Mitglieder in der Partei, die meines Erachtens nicht in die Partei reingehören, weil sie einfach extremes Gedankengut verbreiten und auch, ich sag mal, sich entsprechend positionieren. Auf der anderen Seite, ich würde die Anzahl 15-20% schätzen von Personen, die durchaus nationalkonservative Ansichten haben. Aber da will ich auch sagen, natürlich gehört ein nationalkonservativer und ein liberalkonservativer Partei gehören beide zu einer Partei. Wichtig und das Entscheidende ist doch, dass sie zum Grundgesetz stehen, dass sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Wer nicht auf diesem Boden steht, hat in der AfD nichts
nichts verloren. Und das ist schon immer meine Botschaft gewesen, wer nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, wer glaubt, er müsste die Partei nach rechts zu Rechtsradikalen, zu Rechtsterroristen, Rechtsextremisten offenbaren, der soll sich bitte eine andere Partei suchen. Wenn jetzt jemand kommt zu Ihnen und sagt, warum soll ich denn, lieber Herr Pasterski, Sie sind Oberst im Generalstab, glaube ich, gewesen. Ja. Ja. Warum soll ich in Ihre Partei eintreten? Ich bin nationalkonservativ. Das war die FDP auch mal. Herr Mende ist mit dem Bundeskreuz öffentlich aufgetreten. Ich weiß es. Ja. Und da sagt man nichts mehr. Aber warum soll ich in die AfD eintreten? Was unterscheidet euch von den ganz Radikalen, die in Thüringen das Wort führen? Also Herr Mende, das war eine andere Zeit, das muss man auch sehen. Da hat man natürlich bestimmte Dinge noch ganz anders gesehen. Aber dem kann ich das sehr gut sagen, weil wir die einzige bürgerlich-konservative Partei sind, die eigentlich das vertritt, was konservative Parteien vor 20 Jahren noch vertreten haben. Wir erleben doch im Moment, dass sowohl die FDP als auch die CDU, aber auch die anderen Parteien sich immer weiter nach links bewegen. Auf der konservativen Seite, liberal, national-konservativ, Seite ist ein Vakuum. Was heißt denn das eigentlich? Ist konservativ. Wir stehen für bürgerliche Werte. Also das, was im Prinzip, ich sag mal, das konservative Bürgertum ausmacht. Es geht darum, dass die Familie eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das, was ja nun bei vielen Parteien nicht mehr so der Fall ist, weil man alle möglichen Ehegemeinschaften mittlerweile protegiert und glaubt, dass die wichtiger sind als die ganz normale traditionelle Familie. Sie sind also gegen die Schwulenehe? Nein. Bin ich nicht. Ich sage, jeder kann nach seiner Fasson glücklich werden. Ich bin nur dagegen, dass man diese bestimmten Lebensverbindungen ganz besonders herausstellt, ganz besonders protegiert und darüber hinaus die traditionelle Familie vernachlässigt. Die traditionelle Familie ist eigentlich das, was unseren Staat ausmacht, was die Zukunft unseres Staates eigentlich ausmacht. Und das wird von der Politik nicht entsprechend wahrgenommen, beziehungsweise die Familien werden nicht entsprechend gefördert. Und ich sage, natürlich steht man für konservative Werte. Da gehört Pflichterfüllung dazu, Pflichtbewusstsein, da gehört Ehrlichkeit dazu, da gehören viele, viele andere Dinge dazu. Das sind einfach Begriffe und vor allen Dingen auch ein Verhalten, das meines Erachtens in unserer sich zunehmend hedonistisch verhaltenen Welt immer schwächer werden. Und es gibt eine große Sehnsucht auch in der Bevölkerung, die sagen, bitte, es gibt doch bestimmte Dinge, die wollen wir halten, die gut waren auch in der Vergangenheit. Ja, wo wir uns wohlgefühlt haben. Das wird mittlerweile von bestimmten Parteien verteufelt. Und wir sind eben die das, was eine CDU vor 20 Jahren noch vertreten hat, das vertreten wir heute. Wir sagen beispielsweise, wir wollen keine Massenmigration, wir wollen keine Masseneinwanderung haben. War das Programm der CDU vor 20 Jahren. Ein Helmut Kohl hat damals das Asylgesetz eingeführt, wo eben, das war damals in der Balkankrise, wo eben nicht jeder nach Deutschland kommen konnte, sondern wo man Obergrenzen festgelegt hat. Dass man die Familie unterstützt, wie ich schon gesagt habe, dass man beispielsweise auch zu seinem Land steht, dass man Nationalbewusstsein hat, dass man Nationalstolz hat. Ich erinnere mich an die Szene, wo Frau Merkel angewidert die deutsche Flagge von Herrn Gröhe, der sie ihr überreicht oder in der Hand hält, nimmt und nach der Seite entsorgt. Das zeigt mir eigentlich, welches Verhältnis haben diese Parteien zu unserem Staat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie haben sie angesprochen, ich habe 41 Jahre diesem Land treu gedient und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer verteidigt. Ich bin stolz auf dieses Land. Ich bin stolz auf dieses Land mit seiner ganzen Geschichte. Ich weiß, dass es Brüche in der Geschichte gegeben hat. Aber diese Brüche gehören zu unserer Vita, zu unserem Land mit dazu. Man muss damit klarkommen, man muss die Konsequenzen daraus ziehen. Aber unser Land hat doch auch Großartiges geleistet. Wenn ich mir beispielsweise vorstelle, die Reformation, die Aufklärung, viele andere Dinge. Wir haben eine Menge hervorragender Wissenschaftler hervorgebracht, Musiker, Schriftsteller und so weiter. Darauf kann man doch stolz sein. Das stellt ja, ja, natürlich, darauf ist man ja auch stolz. Ich will noch mal sagen, die bei der CDU, die würden genauso reden wie Sie jetzt. Das heißt, die Frage, die man ja an Sie stellt, oder zwei Fragen sind das ja, die ich jetzt mal für alle anderen stelle oder für viele ist, warum soll ich AfD wählen? Was unterscheidet euch von der CDU zum Beispiel?
Beispiel, von den Linken eine Menge, von den Grünen auch und von der SPD vermutlich auch. Aber bei der CDU, würde ich sagen, ist ja nicht so weit entfernt. Vielleicht haben sie deswegen so viel Angst davor, dass sie ihnen zu nahe kommen in den Meinungsumfragen. Ja, also was unterscheidet uns von den anderen? Die AfD hat von Anfang an eine klare Vorstellung von Europa gehabt, auch von der Europäischen Union. Wir haben gesagt, die Europäische Union muss reformiert werden. Wir wollen ein Europa der Vaterländer. Wir wollen kein Superstaat Europa. Wir haben von Anfang an gesagt, dass der Euro nicht funktioniert, dass man etwas tun muss und er funktioniert nicht. Wir sehen es ja jetzt wieder in diesen Hilfsfonds, die in den Süden gehen sollen. Wir haben von Anfang an gesagt, dass diese Migrationspolitik, wie wir sie derzeit haben, mit über 200.000 Zuwanderern in einem Jahr nicht funktioniert, weil es irgendwann zu Verteilungskämpfen kommen wird. Wir haben gesagt, wir brauchen eine einsatzbereite Bundeswehr. Wir müssen sicherheitspolitische und außenpolitische Interessen formulieren. Das ist alles das, was die anderen Parteien schon längst vernachlässigt haben, weil sie dieses Bestreben haben, dass Deutschland in einem amorphen Europa aufgeht. Und ich kann Ihnen sagen, ich kenne viele Europäer. Ich habe ja im Ausland, war ja sehr lange im Ausland. Das wird ein Franzose nicht machen, ein Italiener nicht mitmachen, ein Spanier nicht mitmachen, auch ein Pole nicht, dass er irgendwo in einem amorphen Europa aufgeht. Ja, so ganz, oder sagen wir mal ein bisschen übertrieben, kommt mir das schon vor, ja, dass die anderen Parteien sich nicht um die Bundeswehr kümmern und nicht um Europa kümmern. In einigen Punkten müssten wir länger diskutieren, wir machen aber jetzt eine kleine Werbe- und Denkpause, dann sind wir wieder da bei TV Berlin Spezial, heute mit Georg Pasterski als Fraktionschef der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus. Und dann werden wir mal über die Berliner Landespolitik reden, da wo Sie eigentlich zu Hause sind oder am stärksten zu Hause sind. Ja, bis gleich. TV Berlin Spezial, zu Gast ist heute Georg Pasterski, er ist Fraktionschef der AfD in Berlin. Wir haben gesprochen über das, was innerhalb seiner Partei passiert mit Andreas Kalbitz und mit Thüringer Parteifreunden. Genossen sagt man ja nicht bei Ihnen, nicht? Man sagt Parteifreund oder? Parteifreund, ja. Manchmal in Anführungszeichen. Ja, ja. Man weiß ja, Freund, bester Freund. Feind und Parteifreund. Ja. So ist das. Wir wollen mal reden über das, was Sie täglich beschäftigt. Sie sind ja Fraktionschef der AfD. Was würden Sie in der Berliner Politik anders machen, wenn Sie jetzt in der Regierung kommen würden? Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. In Berlin gibt es sehr, sehr viele Baustellen. Wir stellen einfach fest, auch als AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, dass einfach keine zukunftsfähige Politik gemacht wird. Man lebt von der Hand in den Mund in den nächsten Tag. Man bedient, ich sag mal, kleine Klientelgruppen und kümmert sich nicht um das große Ganze. Und das ist eigentlich etwas, was geändert werden muss. Und es gibt in vielen Bereichen gibt's Baustellen. Wir haben die Schulen verfallen. Wir haben beispielsweise immer noch einen Haushalt, der bei 58 Milliarden Miesen steht und jetzt wahrscheinlich die Verschuldung noch höher wird. Wir haben eine Innenpolitik im Bereich der Sicherheitspolitik, die nicht funktioniert. Wir haben hier Maikundgebungen, wo es Ausschreitungen gibt. Es werden fast jeden Tag Autos angezündet. Es gibt mittlerweile No-Go-Areas in Berlin. Also wir sind hier auch für eine harte Haltung in der Innenpolitik, null Toleranz gegenüber Verbrechern und vor allen Dingen auch gegenüber Straftätern. Und so gibt es eine ganze Menge Dinge, die in Berlin anders gemacht werden müssen. Zum Beispiel auch, es ist nicht nachvollziehbar, warum Tegel geschlossen wird. Der einzige Flughafen, der tatsächlich Gewinn bringt, der einzige Flughafen, der Berlin unmittelbar anbindet an den Luftverkehr. Jetzt macht man ihn zu, geht raus nach Schönefeld. Naja, ist ja heute wieder. Oder in den letzten Tagen hieß es ja, vielleicht wird es nochmal überdacht werden. Ja, und man darf ja nicht vergessen, dies gehört ja zu einem, es ist ja noch nicht die endgültige Schließung. Aber wollen Sie, dass jeden Monat 8 Millionen Euro da einfach verloren gehen, ohne dass Gegenleistung dafür entsteht? Es wird ja nicht geflogen. Wissen Sie, der Punkt ist doch, wir haben 6 Jahre lang haben wir für einen Flughafen bezahlt, im Monat fast 30 Millionen Euro, der zum großen Parkplatz für VW geworden ist, und zwar BER. So, wir haben Tegel gehabt, Tegel hat Gewinn abgeworfen und wird auch weiter Gewinn abwerfen, wenn wir Tegel weiter im Betrieb halten. Man müsste nur hingehen und müsste die ganzen Sanierungsmaßnahmen durchführen. Also
Nein, die Lärmschutzmaßnahmen durchführen, man müsste ihn modernisieren, das geht ja alles. Und das hätte man schon längst machen können. Tegel ist ein attraktiver Flughafen, weil er in der Stadt liegt, weil ich die Anbindung an die Stadt habe. Wenn Sie nach BER gehen, wir wissen noch nicht mal, wie die verkehrstechnische Anbindung dort sein wird. Es gibt Studien, die besagen, dass man dann von Berlin bis raus eine Stunde mindestens braucht, um zu diesem Flughafen zu kommen, weil einfach die Verkehrsinfrastruktur nicht da ist. Aber ich gehe noch zu einem anderen Punkt. Wir haben hier in Berlin eine Autohasserpolitik. Es werden ständig irgendwelche Maßnahmen ergriffen, um den Autofahrern das Fahren zu vermiesen. Obwohl wir hier in Berlin Hunderttausende von Pendlern jeden Tag haben. Hunderttausende von Pendlern, die eben nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen können, sondern auf ihr Auto angewiesen sind. Und in der Corona-Krise haben wir sehr deutlich gesehen, dass das Auto eigentlich das einzige Transportmittel war, das tatsächlich auch diese Krise, durchaus überstehen lassen hat können. Ja, aber dafür habe ich viele Busse gesehen, die sind leer gefahren, weil die Leute nicht mehr in die Busse eingestiegen sind. Ja, weil sie auch nicht durften. Die S-Bahn, ja, sie durften schon in die Busse einsteigen, aber mit Maske. Ja? Ich würde mal sagen, Autohasser, das ist ja so ein Wort. Das zweite ist die allgemeine Verkehrspolitik, Umweltpolitik. Das muss ja in einen Einklang gebracht werden. Es ist da sicherlich nicht zu bestreiten, auch von Ihnen nicht, als AfD-Fraktionsvorsitzender, dass die Luftqualität in manchen Teilen dieser Stadt ist schlecht. Das kriegt man doch nur hin, indem man den Autoverkehr reduziert. Ja, wird man dadurch zum Autohasser? Ja, nein, wissen Sie, das ist ja genau die Chimäre, die aufgebaut wird von Rot-Rot-Grün. Es ist eben nicht so. Wir stellen jetzt fest in der Corona-Krise, dass wir an bestimmten Stellen in Berlin, wo keine Autos im Moment fahren, schlechtere Luftwerte haben als vor der Corona-Krise. Ja, das ist das ist sehr, sehr merkwürdig. Auch die Feinstaubbelastung. Die Feinstaubbelastung findet nicht durch die Autos statt oder nicht die Masse der Feinstaubbelastung, sondern durch ganz andere Dinge. Es sind zum Beispiel Feinstäube, die aus dem Osten von den Wäldern aus Polen kommen, auch aus Brandenburg kommen und ähnliches mehr. Das heißt, hier wird eine Chimäre aufgebaut, um eine Ideologie von Rot-Rot-Grün zu befördern. Und diese Ideologie ist, wir wollen Berlin autofrei machen. Und dabei geht es nur um den Innenstadtring. Was tun denn die vielen, die außerhalb von Berlin wohnen, die in Brandenburg wohnen, die nach Brandenburg gezogen sind, in Berlin aber ihren Arbeitsplatz haben? Oder diejenigen, die in Berlin wohnen, aber nach Brandenburg raus müssen und eben nicht die Verkehrsverbindung haben? Also hier wird, das ist das, was ich vorhin meinte, hier wird eine Klientelpolitik betrieben. Das heißt, wir werden belogen? Ja, wir werden belogen. Hier wird eine Klientelpolitik betrieben für eine bestimmte Gruppe von Personen, die sich wohlfühlen möchte in der Mitte von Berlin und alle anderen in Geiselhaft dafür nimmt. Ich kann nur sagen, wir müssen zuschauen, dass wir ein vernünftiges Verkehrskonzept finden. Ein vernünftiges Verkehrskonzept, wo eben wirklich alle Verkehrsbeteiligten ihren wirklichen Anteil dran haben. Fußgänger zuerst, Radfahrer, Autofahrer, öffentlicher Nahverkehr und ähnliches mehr. Und wir haben viele Vorschläge gemacht, beispielsweise auch den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, insbesondere U- und S-Bahnen, weil damit können wir natürlich auch eine ganze Menge Verkehr von der Straße runternehmen. Das Angebot des ÖPNV muss so komfortabel sein, dass die Leute wirklich sagen, pass auf, ich fahre mit S-Bahn, U-Bahn und Bus, weil das viel schneller geht als beispielsweise Herr Pastewski, mit dem Auto. Das lese ich aber in dem Programm aller Parteien, nicht nur bei Ihnen. Da unterscheiden Sie sich ja nicht. Doch. Alle sagen, ÖPNV muss ausgebaut werden. Fußgänger müssen und Radler müssen stärker berücksichtigt werden. Ja, also die Frage ist doch, ob das ein Lippenbekenntnis ist. Und bei Rot-Rot-Grün ist das ein Lippenbekenntnis. Es wird zwar gesagt, ja, wir müssen das ausbauen, aber es wird nichts getan. Was machen wir anstattdessen? Wir denken drüber nach, die Straßenbahn wieder stärker einzubinden. Ein Verkehrssystem aus dem 19. Jahrhundert sehen wir jetzt als die Lösung der Probleme des 21. Jahrhunderts. Ja, eine Straßenbahn, das muss man ganz eindeutig sagen, wenn Sie mit Verkehrsexperten reden, die sagen Ihnen, das Beste, was West-Berlin damals getan hat, war, dass man die Straßenbahn abgeschafft hat. Damit hat man nämlich Raum für alle Verkehrsteilnehmer geschaffen. Was machen wir jetzt?
jetzt, wir wollen die Straßenbahn einführen. Und es zeigt eben, es ist eine Verkehrspolitik ohne Sinn und Verstand. Aber ich habe noch ein Thema für Berlin. Schauen Sie sich die Schulpolitik an, die Bildungspolitik an. Wir haben eine Bildungssenatorin, die es nicht auf die Reihe bringt, Berlin im Wettbewerb, im innerdeutschen Wettbewerb nach vorne zu bringen. Berlin landet bei Vergleichen, egal auf welcher Ebene, immer auf dem letzten, vorletzten Platz. Die Frage, die ich da an Sie habe, ist, woran liegt denn das Ihrer Ansicht nach? Das kann ich Ihnen sagen. Das liegt ja nicht nur an der Senatorin. Ich kann Ihnen sagen, woran das liegt. Weil auch die Schulpolitik bzw. die Bildungspolitik ideologisch durchdrungen ist. Ich habe 3 Enkel, die in die Schule gehen. Ich habe 2 Kinder gehabt, die 30, 35 Jahre früher in die Schule gegangen sind. In Hessen am Anfang, das muss ich ja sagen, weil ich Soldat war, bin ich ja oft versetzt worden. Und ich habe gesehen, was die damals gelernt haben. Man hat also in der ersten Klasse schon angefangen mit der Schreibschrift. Fu, Ruf, Tut, so, dass man das alles macht. Kenne ich noch alles. Ich sehe, was meine Enkel hier lernen. Meine Enkel lernen hier Schreiben nach Gehör. Keine Schreibschrift, jetzt fangen sie langsam wieder an, keine Schreibschrift, nichts. Wenn ich mir überlege, dass in einer Schule, in den Klassen meiner Enkel, Kopfhörer an der Wand hängen, also Kopfhörer, die man sich aufsetzen kann, wenn es in der Klasse zu laut wird. Ja, weil die Lehrer offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, sich durchzusetzen oder sich nicht durchsetzen wollen oder möglicherweise die Kinder so verzogen sind, dass sie gar nicht mehr auf die Lehrer hören. Also dann sage ich, hier läuft doch grundsätzlich etwas schief. Es läuft auch etwas schief, wenn beispielsweise gerade Kinder mit Migrationshintergrund, 11% von Kindern mit Migrationshintergrund keinen Schulabschluss in Berlin haben oder machen. Und das zeigt doch, dass hier etwas gewaltig schief läuft in unserem Bildungssystem. Und das sind eben Dinge, wir haben ein Bildungskonzept. Sie werden jetzt Schulsenator. Und die erste Maßnahme wäre welche? Ich würde das Bildungskonzept der AfD umsetzen. Das können Sie auf dem Internet, können Sie das einlesen. Wir haben ein Bildungskonzept entwickelt, wir haben ein Verkehrskonzept entwickelt und noch andere Konzepte entwickelt, wo wir gesagt haben, wie wir uns die Politik in diesen Bereichen vorstellen. Und da haben wir ganz klar niedergelegt, wie es aussehen muss. Für uns in Berlin muss es doch sein, wir müssen doch an der Spitze des Fortschritts stehen. Ja, was Berlin hat, sind doch seine Köpfe. Berlin hat keine Landwirtschaft. Berlin hat keine Industrie mehr. Auch die Wirtschaftspolitik, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Wir konzentrieren uns auf Start-ups und verhindern eigentlich, dass potente Unternehmen nach Berlin kommen, weil wir ihnen das Leben so schwer machen, dass die gar nicht mehr nach Berlin kommen wollen. Und das bedeutet doch, auch die Wirtschaftspolitik in Berlin ist katastrophal. Ja, wir haben Investoren, die eigentlich hierher kommen will. Das beste Beispiel ist doch jetzt Karstadt, möchte gerne in Friedrichshain-Kreuzberg, meines Wissens, wollen sie ein Kaufhaus bauen. Und zwar im Stile, im alten Stile. Der Baustadtrat dort verhindert das mit allen möglichen Mitteln. Und so gibt es viele Beispiele in Berlin, wo einfach Großinvestoren gesagt haben, nee, die machen mir das so schwer, ich gehe nicht nach Berlin. Und es gibt einen weiteren Punkt, der für Berlin wichtig ist, die Wohnungsbaupolitik. Berlin kommt nicht voran. Berlin macht es Investoren, privaten Investoren so schwer, dass private Investoren einen Bogen um Berlin machen. Also Sie sehen, Berlin ist eine riesengroße Baustelle und man sieht hier, dass eben 30 Jahre SPD diese Stadt immer weiter in den Abgrund führt. Wir sind fast am Ende der Sendung und ich habe nur eine kurze Frage. Corona, 6 Milliarden werden jetzt aufgenommen. Wer zahlt das irgendwann zurück? Ja, das ist die Frage. Wir als AfD-Fraktion sagen, bevor ich 6 Milliarden aufnehme, muss ich gucken, ob ich irgendwo einsparen kann. Und wir können einsparen, beispielsweise bei der Beschaffung von Elektrobussen. Ein Elektrobus ist 3-mal so teuer wie ein Dieselbus oder ein gasbetriebener Bus. Da könnten wir 1 Milliarde einsparen. Bei der Wohnungsbauförderung, die 1,5 Milliarden beträgt, von denen sind 750 Millionen sind gar nicht spezifiziert, sondern werden mit der Gießkanne ausgeschüttet. Dort könnten wir 750 Millionen sparen, hätten wir schon 1,75 Millionen gespart. Wir haben eine Liste vorgelegt, eine Streichliste, die 3,5 Milliarden Euro beinhaltet. Also nachlesen, nachgucken, das klingt alles ganz vernünftig. Ja,
Und die Wahlen sind aber nächstes Jahr erst. Wo liegen Sie zurzeit im Berliner? Ja, wir sind derzeit, also bei der letzten Umfrage 10%, aber es differiert immer so zwischen 10 und 12, ja. Manchmal 13%. Naja, gut, ist ja noch eine Weile hin. Ich bedanke mich bei Georg Pasterski, Fraktionschef der AfD, und sind schon interessante Gedanken dabei. Und man sollte vielleicht doch mal das Parteiprogramm etwas mehr und intensiver lesen als bisher und nicht nur auf das hören, und was in Thüringen passiert. Ja? Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, danke. Auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Und ich sage nur Tschüss.